Hallo Leute, schon verkackt. Willkommen bei der ersten Folge von Nostara Fabdate. Wir sind jetzt, naja, Fu und das U von Update, Fabdate. Ist das hier, wie heißt die? Da ist Davis Schulz. Hallo. Und Reggie macht jetzt auch wieder YouTube, ich zwing sie dazu. Ich hab fertig gemacht, ganz gut geworden. Wir sind eine YouTuber-WG. Ja! Bestes Feature? Das ist nämlich das Zockzimmer. Das ist Davis. Für den Hauptkanal ist das weiterhin immer Davis Schulz. Aber ihr seid die Elite. Die Mega-Elite ist Nostra Rapport, aber Nostra Rapport ist auch schon Elite. Ihr wisst, dass das Franz ist. Hi, übrigens, ja. Ja, hi. Kann ich euch hier richtig Update machen? Richtig gut ist das. Riechst du da gerade hoch? Oh, der Stuhl. Safe, ich baue mein Bett heute nicht auf. Okay. So, haben wir nämlich Updates hier. Umzug ist gerade am passieren. Passiert. Mit Kollege Hallaf hier, Davis Schulz. Maggie Kenter ist eine erfolgreiche YouTuberin. Videos gibt's. Winter macht's ein bisschen schwer, würde ich sagen. Demnächst mache ich ein geiles Video mit einem Kumpel, der hat ein richtig geiles Talent. Das wird für den Hauptkanal. Der kann, wenn man jetzt redet, liest er quasi deine Lippen und spricht fast gleichzeitig mit dir. Da kann man richtig hart pranken mit. Kalle ist zurzeit sehr viel unterwegs, in Berlin hauptsächlich. Deswegen sieht man den weniger, da haben einige nachgefragt. Scheiße, warum man den denn nicht sieht. Aber der ist am Start, der wird auch im Game of Thrones Video drin sein, aber da sage ich jetzt mal noch kein Date, wann das kommt, deswegen. Das ist noch nicht so ganz klar. Neuer viraler Hit ist in Planung, in Machung. Waldorfmädchen heißt der Spaß, ist richtig gut. Ich bin damit beschäftigt, ihre Damen da zu küssen. Da vergreift sie sich doch glatt an meinen kleinen Waschnüssen. Das finde ich gut. Den Punkt, was? Hast du schon vorgelesen? Nee, Annoying Dancer und Shitty Tutorial habe ich vorgelesen. Ach so, ich dachte, du machst ein Tutorial How to Annoying Dancer. Shitty Tutorial. Kann man auch machen. Stimmt. Okay. Direkt neue Idee. Brainstorm. Aber man merkt schon, hier oben ist schon eine gute Temperatur. Dann kommt jemand. Jetzt kommt jemand. Genau, und dann im Juni sind wir bei System of a Down in Berlin beim Konzert. Überlegt euch mal, ob ihr vielleicht ein Ticket habt, schreibt das mal, vielleicht kann er sich da ausprobieren. Wenn ihr rumkommt, zieht euch ein weißes T-Shirt an. Ohne Scheiß. Zieht euch alle ein weißes T-Shirt an, wenn ihr rumkommt. Genau. Das wird richtig geil. Was passiert bei euch da gerade oben? Wir machen ein Nostara Fabdate. Okay. Also falls ihr jetzt noch Karten kaufen wollt, das wird wahrscheinlich sehr teuer, aber vielleicht habt ihr ja welche. Schreibt mir halt irgendwie hier. Falls ihr keine Karten mehr bekommt, guckt euch die Tutorials von Robin und mir an, wie man auf Gelände kommt, wenn man vielleicht keine Karte hat. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Nostara Forts auf jeden Fall und How to kostenlos Festival. Irgend sowas. Ich mach jetzt Spaghetti. Maggie macht Spaghetti. Geil. Wir müssen jetzt noch irgendwo. Wo denn? So sieht das aus, wenn Maggie Spaghetti macht. Wir machen dann mal noch eine ausführliche Roomtour, wenn das soweit dann alles eingerichtet ist. Richtig gutes Fabdate. Wenn ihr ein besseres Wortspiel habt, dann sagt's mir halt. Und hier kann man dann sehen, hier sind so dann die ganzen Spiele und so. Und dann kommt Fernseher noch drauf und das wird alles klasse. Vielleicht habt ihr noch eine kreative Idee, man hat halt hier jetzt noch keinen Aufgang. Eventuell da oben was festmachen. So ein Kletterparcours. Ja, einfach hier so. Ja, also so Griffe, so Bouldergriffe hier überall an die Wand. Guckt mal, Maggie übt gerade Vloggen. Hier, vlogge einmal. Nee, du musst die Kamera schon nehmen. Vlogge einmal. Du musst sagen, wo du bist und was da passiert. Alles klar, ich übe das gerade jetzt. Okay, ich bin jetzt gerade in meiner neuen Wohnung. Ich guck immer auf den Bildschirm. Das ist automatisch. Das machen die Selbstverliebten immer. Okay, ich bin jetzt gerade in meiner neuen Wohnung. Da ist der David Schulz. Guck mal, ich habe den Schulz fertig eingeräumt. Ja? Sieht gut aus. Der hat seinen eigenen Stil, sieht man. Ich warte nur noch auf meinen Bildschirm zum Zocken. Ich sitze auf unserem Kühlschrank. Genau, und Robin ist ganz verrückt. Wie du postest.
Wie halte ich denn das am besten? Also, hier oben geht's in den Zockfolterkeller. Ja, den hat der Robin eingerichtet. Ist ja alles noch ein bisschen ein Provisorium, aber theoretisch könnte ich hier so die Kamera draufstellen. Richtig guter Bildschirm übrigens. Hier so. Und dann habe ich dann hier hinten so eine ganz tolle YouTuber-Wand. Hey Leute, ich stehe vorm Greenscreen, ich mache hier so Dinge, guckt mich an, hehe. Hey Leute, na, wie geht's, wie steht's? It's beautiful! Und dann ist ganz toll. Ich guck mal, ob das Postfach noch aktuell ist, was wir vor 3 Jahren oder so mal gemacht haben. Und dann kann hier so richtig abgefuckter Scheiß hin, so richtig Gay-Porn, Fanfiction-Mist. Riss in der Linse, sehr gut. Wenn mir das nicht gefällt, mache ich das hier drüben, das ist nämlich eine neutralere Wand. So. Zack, fertig. Greenscreen. So, das Ganze war jetzt vielleicht ein bisschen unstrukturiert, war jetzt auch das erste Mal und parallel zum Umzug war halt ein bisschen strange so. Aber ab und zu will ich halt jetzt ein Update machen, nicht allzu oft, keine Ahnung, einmal im Monat oder so. Mal gucken, wie es sich anbietet. Und ja, dass ihr Bescheid wisst, was es so geht und warum vielleicht auch auf dem Hauptkanal gerade wieder ein bisschen Apple ist, aber ich bin dran. So, dass auch die Patreon-Leute Bescheid wissen und so weiter. Ansonsten mache ich jetzt hier geile Musik rein und Video ist zu Ende. Wow, 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 w